Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe Online. Ich bin's, der Black, und die Bolzenil, die steht hier in Pelagir, das wir ja von den Barbaren, wollte ich sagen, von den Korsaren zurückgefordert haben. Ja, in der letzten Folge mussten wir ein paar kleine, naja, Familienstreitigkeiten oder in den letzten Folgen aufklären. Genauer gesagt, ein Verrat. Da hat doch tatsächlich ein Brüderchen einen anderen an die Korsaren verraten. Schweinerei. Naja, jedenfalls wollen wir uns jetzt erstmal die Einführung in Ostgondor angucken. Nämlich am Osthof von Pelagir. Da gibt es die Einführungsquest abzugeben. Gleichzeitig werden wir uns dann wahrscheinlich irgendwann dem Kapitel 3 Diskretion widmen. Und dem restlichen Geschichten da. Ja, genau. So lautet der Plan heute. Gucken wir mal, wie viel von dem Plan überhaupt aufgeht. Wie gesagt, wir sind immer noch auf dem Weg mehr oder minder Richtung Minas Tirith. Ob wir da jemals ankommen, ist eine andere Frage. Ob wir rechtzeitig ankommen vor der großen Schlacht, auch. So. Oh, hier ist schön. Hier gefällt es mir. Einführung aus Gondor. Ja, ja, habe ich mir schon gedacht, dass es alles unheilvoll ist hier. So, Argebors Männer, irgendwas machen. Diese Dunkelheit, auch das noch. Okay. Stehen die hier drin rum? Ich dachte es mir. So, die stehen hier drin rum. Hier haben wir auch noch einen Reiter. Den anderen habe ich übrigens gebraucht, weil ich mich nicht an den Stein gebunden habe, an den Markstein, wie ich ja eigentlich wollte. Habe ich ja tatsächlich auch gemacht gehabt, soweit ich mich dunkel erinnere. Allerdings gab es da wohl ein Problem, denn beim zweiten Mal jetzt habe ich es dann auch nochmal gemacht und das hat nicht richtig funktioniert. Ich musste nochmal ran, dann hat es funktioniert. Vielleicht ein kleiner Bug bei dem Pelagier-Markstein, drauf achten, wenn ihr euch hier binden wollt. So. Okay. Aber zuerst einmal hier in der Stadt noch jede Menge anderes zu tun. Den muss ich wieder antröten, nehme ich an. Jawohl. Töre Benjamin, der kleine Elefant, ist für ganze Töröte, Töte im ganzen Land bekannt. Keine Ahnung, ich kenne das Lied nicht. So, hier oben glaube ich. Hopp, 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 hopp. Da nicht, aber hier um die Ecke. Ja, du bist doch furchtlos, ne? Oh, klingt sehr furchtlos, ja. So, okay, und dann haben wir hier rüber. Und da haben wir auch noch zwei Questteile. Und dann hätten wir den Teil auch schon fertig. Und wir sind tatsächlich mehr oder minder in Ostgondor. Na gut, okay, jetzt wechseln wir wahrscheinlich wieder gerade so Westgondor. Wenn Pelagir die Grenze ist, wenn der Fluss die Grenze ist, dann sind wir noch im Osten, aber bald nicht mehr. Vielleicht. Weiß ich doch nicht. So. Pelagir. Okay. Und dann hier unten. Und lele. Halt. Da lang. So. Ulala, da unten ist der Affen. Der Affen ist da. Der Affen, da steht noch der Damdirum. Den müssen wir auch noch antüteln. So, haben wir gemacht. Können wir wieder abgeben gehen und mal gucken, ob der noch weiteres für uns hat. Oder ob es das war. Ich weiß es nicht. Das hier eigentlich. Hallo? Zeichnerwerk, Bonuswochenende. Oh, war nicht gewusst. Okay. So. Einmal runter, nochmal runter. Tatsächlich, ja gut, ist ja gar kein Wochenende mehr, aber trotzdem noch an. Schön. So, weil ich nehme heute. Unheilvolle Omen verfolgen uns in diesen Zeiten. Genau, tatsächlich mal am Feiertag auf. Psst, verrat's keinem. Dunkelheit schlägt mir aufs Gefühl. So. Unheilvolle Omen verfolgen uns in diesen Zeiten. Tat verliehen, Tat verliehen, Tat verliehen. Okay. Nächste Quest hier oben. Und dann gehen wir da noch hin. Was sollen wir mit dem? Mit dem sollen wir reden. Okay. Hier, ich soll mal wieder reden, Falti. Diese Dunkelheit schlägt mir aufs Gemüt. Okay, ich soll dich beruhigen, dann steige ich mal ab hier. So geht das nämlich nicht. So. Lauscht, Faltas Problem. Ich finde keine Ruhe. Ja, ihr wisst genau, dass ich kein Krieger bin, aber ich muss meinen Vater suchen. Die Zeit drängt und ich erwarte nicht, dass Herr Akbor sein Herr auf einen Einzelnen wartet. Ich plane nach Oberlemenin zu reisen, aber ich fürchte, ich schaffe es nicht allein. Unheilvolle Omen verfolgen uns in diesen Zeiten. So, reite zum Osthof von Pelagir. Okay. Uns in diesen Zeiten. Reist. Ich reise zum Osthof von Pelagir. Denn da bin ich dort. Und manchmal auch hier. Klack. Vor euch liegt die Straße nach Oberlemenin, das ist toll. Und jetzt sollen wir da hinten die verängstigsten Barbaren suchen. Das wäre das nächste, dann machen wir das. Glatt. Ja,
Was sagt eigentlich die Tageszeit? Nachmittag? Na gut, man sieht es hier halt unter der Dunkeldecke nicht, wie der blöde Sauron hier reingetütelt hat. Schwein Ei. So, ist da hinten vielleicht schon? Nein, das ist nur ein Reh. Hm. Ich guck mal auf die andere Seite, ich schwimme mal über den Fluss. Weil da steht nämlich einer, sehe ich gerade. Sind das für Adrim? Verängstigte Haaradrim sollen wir suchen. Ich weiß nicht, ob der zählt. Werden wir sehen. Also, du bist ja gar nicht der. Du bist der. So, okay. Tut. War er nicht. Rückzugsspuren, okay. Wir müssen wahrscheinlich erstmal den Spuren folgen. Dann werden wir das tun. So. Aha. Oink, also du bist das. Ah, hier, guck mal, da ist einer. Hallo. Hast dich versteckt, ne? Jetzt bist du tot. So, geht das nochmal? Tatsächlich. Kann immer bei der Spur hier bleiben. Schön. Na gut, dann machen wir das. Ja. Noch jemand da? Hier, ah, da hinten ist er aufgetaucht. Ja, das ging ja einfach. Ihr hört, wie euch eine Frau im Namen der Stadt Erinnos grüßt. Okay. Da oben irgendwo. Dann gehen wir da mal hin. Sprecht mit Tungriff am Tor von Irinon. Das kleine Städtchen haben wir auch noch gar nicht besucht. Ich hoffe, da sind nicht allzu viele Quests drin, denn wir sind jetzt wieder im Westgondor-Bereich. Ja. Wenn der Fluss die Grenze ist. Natürlich noch. Hallo, guten Tag. Ja, wird bereits verwendet, ich weiß schon. Ich habe noch einen der Eindringlinge in der Nähe gesehen. Er ist dorthin, die Stadtmauer entlang. Oh, danke schön. Ich habe gesehen, wie ihr diese bösen Krieger bekämpft habt. Und ich möchte euch dafür danken, dass ihr das Land sicherer gemacht habt. Aber jetzt geht. Wir sind immer noch in großer Gefahr. Ich habe noch einen der Eindringlinge gesehen. Er scheint eine Art Hexer zu sein, der eine Art eigenartigen Schmuck vor sich trägt und murmelt seltsame Dinge vor sich hin. Er ist dort, die Stadtmauer von Erinos entlang. Ui, müssen wir uns beeilen. Ich guck mal ganz kurz, ob ich in Erinos irgendwo, also nicht nach einer Quest. Ich will nur gucken, ob ich hier irgendwo was aktivieren kann, wie einen Markstein oder Reitgedingens. Nee, sieht nicht so aus. Dann geh auch wieder. So. Questen haben wir ja gar genug. Hey, Eindringling, ah da. Haradrim, Zauberer. Hallo? Der große Meister, dem wir folgen, belohnt jene, die ihm treu dienen, mit Unsterblichkeit. Ja, ihr könnt meine Männer töten, verhasste Hochelb, und vielleicht auch mich, aber ihr werdet niemals siegen. Der große Meister, dem wir folgen, ist sehr großzügig und belohnt jene, die ihm treu dienen, mit Unsterblichkeit. Ihr könnt jeden Korsaren und jeden meines Volkes töten, aber die Befehlshaber der Armee des Meisters werden immer wieder kehren, selbst wenn sie sterben. Naja, mit Befehlshaber ohne Armee ist aber auch kein Befehlshaber. Bäh. So, der Hexer ist tot. Haucht seinen letzten Atemzug, aber spöttisches Lächeln bleibt. Naja, dann ist es so. So, das hätten wir. Was haben wir denn da noch? In Giant nach Oberlimin ist das hier. Ne, das ist das Lager der Schatten. Ah, da haben wir auch noch eine Quest. Ich mach die erstmal. Bevor wir es vergessen, gehe ich nochmal in Aragorns Lager und guck mal, ob der noch irgendwas für mich hat. Oder ob ich da irgendwas abgeben muss. Weil das leuchtet zu gar penetrant. Ah. So, haben wir irgendwas bekommen? Ja, ein bisschen Wachs. Fürs Figurenkabinett. Ist das nicht nett? Ey, Vorsicht, Gegenverkehr. Immer diese Straßenräuber. Hat doch gesehen, dass seine Ampel rot war. Hab's genau gesehen. So. Der Weg war weiter, als ich dachte. Naja, haben's aber gleich. Ich denke, ich schaff's. Ah, hey. Lalalala. Was? Jetzt bin ich erst in West. Der
Ja. Sind schon ganz schöne Wege, die man hier zurücklegt. Muss man sagen. Muss man sagen. Aber so ist es dann halt. Gehört ja auch ein bisschen dazu. Gondor ist ein großes Land. Mittelerde ist ein großer Kontinent. Und, naja. Ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, dass man so solche riesigen Weiten überhaupt in so ein Spiel eingebaut hat. Ne? Ist ja für ein MMO nicht unbedingt, nicht unbedingt gang und gäbe, solche riesige Karten zu erstellen. Ne? Deswegen sieht das Spiel manchmal leerer aus, als es eigentlich ist. Einfach weil, das Land so riesig ist und sich die Spieler in einem riesigen Gebiet verteilen können. Finde ich cool gemacht. So. Aragorn, Kollege, du hast noch irgendwas? Was bedrückt euch? Sagt es mir, dann teilen wir uns diese Bürde. Ach so, ich muss jetzt hier abgeben, klar. Ihr habt die Haradrim gefunden und die aus Pelagie geflohen sind? Sehr gut, Bolzeniel. Ich hoffe, der Feind wird nun nicht mehr von unserem Sieg hier erfahren. Aber etwas scheint euch zu bedrücken. Sagt es mir und teilt diese Bürde. Ihr berichtet Aragorn von den letzten Worten des Hexers, dass die Befehlshaber von Saurons Truppen nicht aufzuhalten sind, nicht einmal durch den Tod. Ich muss euch gestehen, dass diese Gerüchte auch schon gehört habe. Ich kann euch diese Sorge also nicht nehmen, aber es ändert nichts an meiner Entschlossenheit und ich denke auch nicht an eure, denn uns ist das Leben mehr wert als dem Feind. Daher schmerzt es uns jeder Verlust auch mehr, aber das ist da gleichzeitig auch unsere Stärke, denn wir kämpfen entschlossener, um das Leben zu schützen, sogar über unsere Grenzen hinaus. Aragorn lächelt. Aber unsere Aufgabe ist nicht die entscheidende, Bolzeniel. Denn selbst wenn wir von Sieg zu Sieg eilen, bleibt der Feind. Die wahre Aufgabe spielt sich an einem anderen Ort ab. Und wenn sie erfüllt ist, dann kann Sauron für immer besiegt werden. Ja, wir wissen ja alle, ne? Der liebe kleine Frodo. Es gibt noch viel zu tun und die Zeit ist knapp. Und das darf man ja nie unterschätzen, ne? Eigentlich seinem Sidekick, aber eigentlich hat er fast die Hauptrolle gespielt, auch in den Filmen und so weiter und so fort, weil er Frodo oft genug nach vorn getragen hat. Ja, Samwise Gamgee, den mag ich. So, wir alle haben unsere Rolle zu erfüllen und ich denke, es ist wichtig, dass wir sie gut erfüllen. Ich möchte mit den Korsarenschiffen den Fluss hinauffahren und Minas Tirith zu Hilfe kommen. Ich hoffe, dass wir noch rechtzeitig ankommen. Dass wir die Angreifer überraschen und ihnen so einen schweren Schlag versetzen können. Wir haben nicht viel Zeit für Vorbereitungen, aber ich habe meinen Freunden einige Aufgaben übertragen, die uns helfen werden, so bald wie möglich aufzubrechen. Bitte helft ihnen bei diesen Aufgaben. Jeder Moment, den wir vergeuden, ist ein Moment für den Feind. Ja, da haben wir ja gleich nochmal wieder zu tun. Oh, wusste gar nicht, dass ihr auch da seid. Hey, Kalle. Es liegen noch viele Entbehrungen vor uns. Ja. Dass ihr so viel quatschen müsst, das kenne ich gar nicht von euch. Ich mag dieses Land, Bolzeniel. Es erinnert sich an mich an die Wildnis im Norden, der noch immer mein Herz gehört. Die bewaldeten Hänge um den See von Nunjental schütteln bestimmt gerade den eisigen Griff des Winters ab und in ein paar Wochen kämpfen die ersten Blätter durch die Kälte. Kein Winter dauert ewig an und der Frühling vertreibt jede noch so kalte Erinnerung. Wird es mit diesem Krieg anders sein? Kallengard schweigt einen Moment, während er über die Frage nachdenkt. Dann lächelt er und zwinkert euch verschmitzt zu. Radanir hat mir gesagt, dass ihr ihm eine Mahlzeit und Getränke in einem Gasthaus eurer Wahl spendiert, wenn das alles hier vorbei ist. Wenn es euch recht ist, würde ich mich euch gerne anschließen. Ich freue mich schon auf unser Zusammentreffen. Aber es liegen noch viele Entbehrungen vor uns und bei allem Gerede habe ich ganz vergessen, euch etwas hier zu sagen. Halbarad möchte, dass ihr zu ihm kommt. Er ist schon wieder in Pelagir. Wenn ihr gleich aufbrecht, findet ihr am nordwestlichen Stadtende. Okay, finden wir. Hui. So, Loti. Ich bin noch immer geschwächt von meinem Aufenthalt in Sarumans Verlies. Ja, das glaube ich, aber wir haben dich herausgeholt. Entmutigt. Ja. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Bolzeniel. Ich hatte schon Mühe, mich auf dem Pferd zu halten, als mir Dagoras gestellt hat, um von Rohan hierher zu kommen. Ich bin immer noch geschwächt von dem Aufenthalt in Saruman Verlies und selbst ein Schwert zu heben ermüdet mich schon. Ich bin erschöpft und entmutigt. Ich habe mich freiwillig gemeldet, die Schiffe mit Vorräten zu beladen und hatte erwartet, mich durchzubeißen und die ungewohnte Schwäche loszuwerden. Aber Radanir übernahm für mich und schickte mich hierher.
Auch wenn es mich beschämt, ich muss zugeben, dass er recht hatte. Ich muss mich ausruhen und wieder zu alter Stärke finden. Verflucht sei dieser verräterische Zauberer. Findet Radanir und helft ihm, einen Teil der Vorräte auf das Korsaren-Flaggschiff zu bringen. Ihr findet ihn im Westgarten, bei einer der Brücken zum Hof des Schiffskönige. So, der Wund. Ich möchte die Gefahren des Anduin kennen, bevor wir uns aufs Wasser begeben. Ja. Aragorn will mit seinen Korsarenschiffen den Anduin hinauffahren wir sind keine Seeleute. Wenn es funktionieren soll, werden wir jeden nur erdenklichen Vorteil brauchen. Ich habe daher Herr Amlan in die Stadt geschickt und nach Karten zu suchen, die uns bei der Fahrt nützlich sein könnten. Wenn ihr bereit seid, dann kehrt in die Stadt zurück und helft Amlan, Karten zu finden, die nützlich sein könnten. Pelagir ist eine große Hafenstadt in Gondor und der Fluss wurde sicherlich für viele Transporte benutzt. Es muss doch Karten geben, die den Verlauf und die Gefahren des Anduin zeigen, oder? Ich glaube, Amlan wollte im Marktviertel auf die Suche gehen. Machen wir auch. So, lang das noch? Habt ihr in der Schlacht mitgekämpft? Habt ihr in der Schlacht mitgekämpft, Volzeniel? Mich überkam große Angst, als die Schatten sich in die Schlacht stürzten. Ich muss zugeben, dass ich gerne geflüchtet wäre, genauso wie die Korsaren. Aber bevor ich mich die Angst übermannen konnte, spürte ich eine Hand auf meinem Arm und die Angst war verflogen. Und wisst ihr, wer es war? Celariant, der junge Waldläufer, den ich in Ered Luin unter meine Fittiche genommen habe. Er ist nun nicht mehr ganz so jung und unsere Reise hat ihn stark gemacht. Es war eine Ehre, ihn an der Seite von Aragorn. Es war eine Ehre, an der Seite von Aragorn zu stehen. Und die Anwesenheit von Celariant war ein sehr beruhigend. Ich bin stolz darauf, ihn Bruder nennen zu dürfen. Als die Korsaren geflohen sind, haben viele von ihnen ihre Waffen fallen lassen. Mandan ist aufgebrochen, um die herrenlosen Waffen einzusammeln. Findet ihn am nordwestlichen Eingang nach Pelagir und helft ihm bei seiner Aufgabe, denn es gibt viele Waffen einzusammeln. Und es gibt wahrlich viel zu tun, bevor Aragorn noch aufbrechen kann. Meine Güte. Dann werden wir das tun in der nächsten Folge. Ich werde wahrscheinlich offscreen schon mal in die Stadt reiten. Wie gesagt, die eine Quest, die haben wir ja schon angenommen. Das ist das, was hier leuchtet. Alles andere ist in der Stadt. Tun wir das. Und zwar in der nächsten Folge. Lasst einen Daumen nach oben, damit es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bis denne. Tschüss.